Belegt immer in den Innovationsranking vordere Plätze, ist es doch perfekt, hier die erste Touring-Route, E-Touring-Route der Welt zu bauen. Und wir werden jetzt diese Grand Tour einweihen mit unseren 112 Fahrzeugen und zeigen, dass man die Schönheit dieser Natur der Schweiz genießen kann, ohne dass man Abgase ausstoßen muss. Das ist doch wunderbar. Hallo! Einsteigen, willst du selber? Ja. Gut. Es ist einfach nur Fun. Also die Leute haben alle das gleiche Ziel, die sind elektrisch unterwegs und die sind alle auch elektrisiert. Also das merkt man richtig. Alle sind begeistert, haben Freude. Faszinierend, dass es nicht tönt. Einfach so ein Platz, wie sich der mit den Autos füllt und das alles geräuschlos. Und nachher fahren wir wieder los und der Platz entleert sich mit den Autos und alles geräuschlos. Das finde ich schon faszinierend. E-Mobilfahren macht wirklich glücklich. Schau mich selber mal an. Das ist wirklich. Man sieht die Lächelfalten. Das ist nicht vom Alter, sondern vom Lächeln bei E-Mobilfahrt. Und jederzeit gerne wieder. Und man sollte es probieren. Questions? And you have to fill out here. Okay. Team number here. Appenzell Trophy. And then the answers. Okay. Good luck. Very good. Thank you very much. Wir sind der erste Müllsammelwagen, der rein elektrisch fährt. Wir haben wirklich kein Dieselmotor mehr drin. Wir sind lokal CO2-frei unterwegs. Das heißt, in den Innenstädten, wo wirklich auch die Menschen leben, wo wir den Abfall einsammeln, da können wir ohne Abgase fahren. Save the world with the clean energy and the e-mobility. Also ich bin einmal mit dem Elektroauto gefahren, es hat mir sehr gut gefallen, es ist viel ruhiger als mein eigenes Auto und ist wirklich noch cool. Wunderbare Sache, coole Leute, wunderbares Wetter, toller Anlass. Herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Woo!
alles gut. Super! Prost! Euphorisiert. Es ist eine, also eigentlich ist es mir neben der Technik und neben dem elektrischen Fahren, ist es eigentlich die Gemeinschaft, die Community. Es sind Menschen, die sich, die aufeinander zugehen, die gemeinsam etwas haben wollen, die etwas vereint. Und ich finde einfach, es ist wie eine Familie. Und einmal im Jahr trifft man seine Familie auf der Wave. Also mich hat es total emotional bewegt, schon die ganze Wave. Es ist kein Tag vergangen, wo bei mir nicht Freudentränen geflossen sind, weil wir einfach zeigen dürfen, wie es in Zukunft läuft. Hey, you know, one drop is not a river or a sea, but all together we are. Ist der Fall klar, dass die Verbrennungsmotoren definitiv jetzt out sind und keine Berechtigung mehr haben, weil es gibt schlichtweg keine Nachteile mit der Elektromobilität. Und von daher denke ich, müssen wir jetzt noch ein bisschen Vorarbeit leisten, damit die Leute auch richtig informiert sind, die Vorurteile abgebaut werden, was Reichweite oder Recycling und so weiter anbelangt, aber das ist definitiv für mich die Zukunft, da führt kein Weg vorbei. E-Mobilität ist für mich die Befreiung von aufdoktierten Mobilität, die mit Treibstoffen aus Krisengebieten stammen. Das will ich nicht mehr. Und mit Fahren mit der Sonne, die man in der Batterie speichern kann und jederzeit losfahren kann, das ist das Größte. Die Unabhängigkeit hat ein bisschen Rebellisches an sich. Da Fidel ja jetzt tot ist, muss ich das mal wieder sagen. Viva la Revolution! Vielen herzlichen Dank. Herzlich willkommen hier in Tessin und zu Ihren Ladepanzer.
Yeah. Wir sind froh, wir sind oben. Noch 16,5% Ladung. Wir waren ein bisschen shaky. Aber alles gut, jetzt geht's runter. Gut! Autosuche und wir müssen die von 1 bis 10 bewerten und 10 ist das Beste. Was bewertet ihr denn da? Wie es aussieht und was die Leute da erzählen. Hallo, hallo, hallo. Es geht zu mir direkt aus. Das ist ein Moto Elektrik der Autriche. La vitesse ist 120 km par heure et le rangement ist 200 km. Schulevent war genial. Wir sind empfangen worden wie Könige. Die Kids waren begeistert. All die kleinen Lächeln, die wir gesehen haben. Es war ein super Event. Willst du mit? Wave! Yay! Hey, du, lass mich. Mir geht's gut, alles super. Wunderschön, das Wetter ist klasse. Jetzt wird's entspannt. Jetzt wird's total entspannt. Das passt. Wave Turfi! Nice! Hopla! Hopla! Wir haben heute 99,% an Diesel- und Verbrennerfahrzeugen im Markt. Und solange wir nicht auf 10% sind, muss die Wave unbedingt da sein, um zu zeigen, welche Vielfalt die Elektromobilität bietet. Vom Oldtimer mit 60, 70 Jahren Alter bis zum heutigen neuesten Modell, das gerade aus der Fabrik kommt, haben wir alles dabei. Neue Teslas ebenso wie neue Golfs. Und ich denke, wir haben da wirklich eine so breite Palette, dass jeder sehr gut zufrieden sein kann mit dem Angebot, das wir da mitbringen. Guten Tag, was bist du denn für eine Kamera? Wir sind wieder da! Happy Birthday to you! Happy
forever young and still younger with the wave. Yeah. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Respect the word. See you, Bern. Bye bye. Wegen euch möchte ich nicht berühmt werden. Wegen euch. Nur deswegen. Kekse! Biscuit. Schokoladenbiscuit. Das findest du alles da hinten. Kannst du nehmen, wie du willst. Moment, c'est un. Nous t'avons la cake, trois Die Eins sind ja die besten. Hast du jetzt die Kamera an? Die Eins. Die auf der Rückseite mit den Mandeln. Hast du die gegessen? Mandeln und Schoten. Wie begeistert die alles? Filmsch. Ja. Bin ich jetzt live on? Aber ich habe jetzt Hunger. Gut? Sind die gut? Echt gut. Hier bleiben wir. Das ist ja Weltprofi und die, wo sind wir hier? Biscuit Party. Biscuit Party nächstes Jahr.
E-Mobility, yeah! Wenn man sich mal kritisch in eine Stadt stellt und sich das anschaut, welchen Stellenwert wir dem Automobil einräumen, das ist widerlich, das ist menschenunwürdig, das ist kein schöner Lebensraum. Das Fahrzeug ist oder Mobilität ist ein Grundbedürfnis und das halte ich persönlich ganz, ganz hoch. Aber nicht in dieser, es ist eine dumme Art und Weise, wie wir das machen. Laut, es stinkt, es braucht viel Platz und alle tun so, als ob sie alleine auf der Welt wären und es und es ewig so dahin gehen könnte. Das ist doch ein Wahnsinn. Schaut euch die Städte an. Das ist kein schöner Lebensraum. Nein, cooles Auto. Ja? Ich würde gerne abfahren. Ja, es ist so. Vielleicht ist es auch so. Nee, ich glaube, es ist so. Dankeschön, willkommen in Zürich. Applaus. Ja, hallo hier in Zürich. Hallo, Louis. Wir haben so viele Eindrücke, die müssen wir zuerst ein bisschen verarbeiten. Müde. Aber ein bisschen müde auch natürlich. Aber es war eine super Woche. Wir sind sehr zufrieden mit der Wave. Das war sehr schön. Tolle Bekanntschaften. Eine super Woche mit meinem Vater. Am meisten bewegt hat mich auf der Tour eigentlich der Zusammenhalt der Gruppe von so vielen Leuten, dass sie doch alle an einem Strang helfen und sich gegenseitig unterstützen. Total extrem verschieden, interessante Leute, aber doch ein Miteinander. Das war hervorragende Zeit und Wetter und natürlich unter sehr guten Bedingungen und mit viel Spaß im Auto und Fahrvergnügen. Also bin mir sehr gut. Mich hat begeistert die Vielfältigkeit der Schweiz, ja, die Pässe und die fantastische Gegend, die Berge und die ganzen Seen. Es war einfach das Schönste. Balsam für die Seele. Thank you.